heute mit, ja, flieg mit mir, heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like, da macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir schauen ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. So, wir kommen zu unserem 85er Pack. Zwei Spieler. Zweimal 85 oder höher. Ich hoffe nicht auf einen Super Go. Zweimal 85er, Leute. Alles nur besser als das. Let's go, nehmen wir schon mit. Muss man schon zufrieden sein. Also die Packs, mich bislang eigentlich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese 2x85er lohnen sich eigentlich gar nicht. Ey, blau, ich freue mich gar nicht. Ich freue mich absolut gar nicht. Griechenland, wer ist das denn? Ey, ZOM. Rapson, wer ist das? Was hat der für ein Rating? Come on. Oh mein Gott. Ich, Alter. Bakasetas. Die hat leider nur 86. Immerhin Tots. Aber nur 86. Ich sag's euch, beim blauen Tots, du brauchst dich gar nicht freuen. Du brauchst dich gar nicht freuen, Alter, ohne Scheiß. Ich hoffe, dass dahinter irgendwie ein 87er oder so, 88er, Gold, 89er, ich nehme alles mit. Alles besser als 86, ist in Ordnung. Sonst ist das Pack wieder absolut schwach gewesen, Alter. Komm, 3, 2, 1, gönn bitte noch irgendeinen Goldspieler, Alter. Mann, ey, ich hasse diese Packs immer, wo du... Oh mein Gott, Alter, es ist... Ich schwör's euch, ich könnte ausrasten schon wieder. Bei so einem Pack könnte ich einfach nur ausrasten, Alter. Gulasch ist ja auch immer drin, ne? Es ist so traurig, Digi, wirklich, es ist so traurig, diese Zweierpacks sind so unnötig, ey. Das ist krank. Alles im Verein, auch wenn SBC, aber ey, kann man nichts mehr... So, Leute, ab geht die Post. Zweimal seltener Spieler, 85er plus. Schauen wir mal, ne? Manchmal sehr, sehr gut, manchmal auch wirklich Abfall. Manchmal wirklich Abfall. Come on, bitte. Brasilien. ZDV. Iago. Korrekt, Digga. Nicht mal Thiago, Alter. Iago 86er. Ganz, ganz saftig, Digga. Ganz, ganz saftiger Trotz. Ganz, ganz saftiger Team of the Season, Digga. Ich hoffe, dass wenigstens ein 87er, 88er, was weiß ich, Gold Walker drin ist. Damit das Pack wenigstens noch akzeptabel geworden ist. Sonst traurig, Alter. Oh Mann, ey. Das ist wirklich, ey. Eigentlich, ja, Werte sind okay. Werte sind okay, muss man sagen. Werte sind okay, Digga. Guck mal, let's go, bitte. Wenigstens 87er, 88er Goldwalker, komm. Mein Loris, okay, ist in Ordnung. Geht klar, kann man mit arbeiten. Ich, Digga, wenn da jetzt ein 85er, Mann, ey, es wird ein blauer, weißt du, und dann kommt sowas. Bruder. Schade, schade, wirklich. Aber Loris, naja. Also, das Pack war okay, für SBC ist ganz okay, aber sonst, Digga. 3, 2, 1, Nase des Packlags. Let's go. Let's go, let's go. Ab geht die Post. Ist es was Freshes oder nicht? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ab geht's, komm on, Brasilien. Linker Flügel oder so. Torwart, Digga, warum? Wie oft haben schon Alis von diesen Packs gezogen, Alter? Meine Fresse, Alter. Wie oft schon Alisson? Ich meine, ist immer nice eigentlich. Alisson ist immer nice. Ist immerhin besser, als wenn du hinter so ein 86er ziehst. Fällt direkt tot um, der Alisson. Das Ding ist, es gibt halt 6 oder 7 normale Gold-Torhüter, die einen Walkout haben. Das Ding ist, du kriegst in diesen 85er Packs so oft einen Torhüter-Walkout. Bringt dir in den meisten Fällen nicht viel. Das Einzige ist, die haben alle ein High Rating. Das ist das einzige Positive, muss man sagen. Die haben ein hohes Rating, falls man irgendwie ein Icon-SBC mal irgendwann machen sollte oder so. So oft schon Alisson gehabt. Das, und es hat noch eine zweite gute Sache. Erste gute Sache für Icon-SBCs irgendwie, was auch immer. Zweite gute Sache. Sagen wir mal, zweite gute Sache ist natürlich ein stabiler Torwart. Wollte ich eigentlich nie sagen, aber ist auch so. Und dann sind wir schon bei der dritten guten Sache. Dahinter können natürlich jetzt noch einige High-Rated-Spieler, beziehungsweise einige Walkouts. Einige Walkouts.
High-Rated-Spieler. Ich sag mal, mein Tipp ist, dahinter ist noch ein 88er, ein 86er und zwei 85er. 3, 2, 1, let's go. Also, was hatte ich gesagt? Ein 88er, ein 86er, zwei... Oh, Digga, 5 Walkouts in einem Pack, kein einziger 85er. Brudi, das erlebt man auch nicht so. Aber 4 86er, dein Ernst? Digi, 4 86er. Der erste hat 90, Alisson hat 90 und dann kommen 4 86er. Hier, Brudi, hier. Dein Ernst, Mann? Hier? Was ist da los? Digga, kann doch nicht wahr sein, ey. David Silva, Vardy, Thomas Müller. Boah, voll gerotzt gerade beim Thomas sagen. Und Jan Sommer auch noch am Start. Ja, kann man wieder ab. Ist in Ordnung, Mann. Ich hätte mir zwar... Also das Geile ist, es sind halt 5 Walkouts in einem Pack. Das ist halt schon immer geil. Wenn du 5 Walkouts in einem Pack hast, ist schon... Das schmeckt auf jeden Fall schon mal. Da kann man nichts gegen da. So, Leute, wir gehen ins nächste 2x85er Pack. Ab geht die Post. Lasst ein Like da, Leute. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst es, ich hoffe, ihr seid dabei. Macht die 1 Milliarde Likes voll. Schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Das ist das Wichtigste. Ich bin gespannt, was ihr so am Start hattet, Leute. Ich hoffe auf was sehr, sehr Gutes. Und checkt den Shop aus. Ne? Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Vieles mehr. Pack lag. Ihr wisst es, mit einem nice Hoodie wird direkt um das Doppelte erhöht. Also gönnt euch. Ich will's doch. Let's go. Wie immer, Leute. Einfach im Kopf daran denken, Digga, 2,85er werden eh in diesem Pack drin sein, dann kann es nur besser werden. Team of the Season, Brasilien, ZIV, Galatasaray, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Maikon? Nee, der war früher einmal Maikon. Macau, Digga. Kennt ihr noch Maikon? Alter, der war früher auch Super League, ey. Auch Brasilianer Innenverteidiger, 82 Tempo, stabile Karte und 87er Team of the Season. Digga, nehme ich mit, Leute. Gar keine Frage, nehmen wir mit, müssen wir akzeptieren. Ihr wisst es, einfach hoffen, ach nicht hoffen, einfach immer einreden, Digga, wenn eh 2,85er drin sein, dann ist so ein Pack super, Digga. Dann freut ihr euch über so ein Pack. Deswegen, das ist der Trick an der ganzen Sache, ja. Immer einfach an 2,85er denken. Es wird eh noch zu 99,9%, ihr wisst es ja, 1,85er dahinter sein, den schauen wir uns jetzt direkt mal an. Alles über 85 wäre wieder mega gut, 86er nehme ich mit. Oh, Digga, 2,87er, das ist sehr, sehr stabil. Ihr geht rein mit dem Gedanken, 2,85er zu ziehen, kriegt 2,87er, Digga, dann seid ihr komplett zufrieden. Also besser hätte es nicht laufen können. Kommt zwar beide direkt in die nächste SBC, so geil sind jetzt auch nicht, aber...